Jo Leute, und damit erstmal ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Spider-Man Miles Morales. Hinterlass eine Nachricht. Irgendwann höre ich sie ab. Hier ist Miles. Ich weiß, ich bin der Letzte, mit dem du reden willst, aber du musst mir zuhören. Krieger hat den Reaktor aufgerüstet. Wenn er in Kontakt mit instabilem Nuform... Die Länge Ihrer Nachricht hat das Nutzerlimit überschritten. Bitte legen Sie auf. Ich rufe Sie später an. Ja, und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu diesem neuen View, Leute. Jetzt müsstest du Finn gehen und sie aufhalten und die Stadt retten. Würde ich sagen, Leute, gerne liken zu diesem Video. Ich würde mich sehr freuen. Ich möchte aber erstmal diesen Katzenskin freischalten. Also mit Theos Bodegas Katze, also Spider-Man, so heißt er die Katze. Und ich glaube, es war so, dass wir hinschwingen müssen und ihn abholen müssen, oder? Die Frage ist jetzt nur, wo ist denn Theos Bodega gewesen? Ich bin jetzt gerade in Harlem hier. Hier ist jetzt dieses, Spielplatz, dieser Park. Theos Bodega. Dort vorne, oder? Bei der Baustelle war das, glaube ich, die Theos Bodega Ladenstelle. Das müsste hier sein. Und genau, das war hier. Können wir eigentlich jetzt reingehen und die Katze abholen? Oder wie war das denn nochmal? Das weiß ich gar nicht mehr, wie das war. Oder vielleicht ist es nach der Mission gewesen? Auf Wolkenkratzern? Ja. Vermisste Katze. Ich glaube, das ist doch nicht hier, oder? Ja, ich glaube, wir müssen da noch was anderes machen, Leute. Ich habe gerade nachgeschaut. Der Theo muss da irgendwie selber anrufen, bevor man die Katze freischaltet. Also machen wir es da noch ein andern Mal. Schade, dass es nicht geklappt hat, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, machen wir auf dem Weg vielleicht mal noch eine kleine Nebenmission. Ja, machen wir andermal, Yankee. Ich würde sagen, wir machen erstmal ein Versteck kaputt, oder? Von den Idioten hier. Ich würde sagen, gehen wir erstmal zu diesem Gebiet. Ist das ein Rockstone-Lager? Ich glaube schon, oder? Das müsste ein Rockstone-Lager sein. Eine Baustelle. Ist eine Baustelle? Ja, ist eine Baustelle, Leute. Das ist doch ein Rockstone-Lager. Hallihallo, wer seid ihr? Oh. Hey, Miles. Ich sagte doch, dass ich jemanden kenne, der zum Underground recherchiert. Tatsächlich bin ich gerade in einem ihrer Verstecke. Irgendwelche Tipps? Ist dein Pen? Wow. Sorry. In ihren Verstecken sind Störsender, damit die Polizei sie nicht findet. Sie reagieren. Die Polizei, um sie aufzunehmen. Wird gemacht. Danke für die Hilfe, Danica. Okay, nice. Also Danica hilft uns hier in diesem Kampf gegen die Underground-Idioten. Da würde ich sagen, besiegen die schnell hier. Bam, wenn du schlagst. Oh yeah, weg mit sie. Let's go. Füge 5 Gegnern mit was? Was fliegen? Ich hab's nicht gelesen. Spiel, bitte hilf mir, Spiel. Oh yeah. Finishen. Ich esse noch heil nebenbei. Ich würde aber gerne den Katzenskin freischalten, ne? Muss ich bestimmen? Wirklich? Gibt's da Infos darüber, wie sie angefangen haben? Sie waren mächtige Mafiosi. Erst Angriff und Überfälle, aber dann haben sie höhere Schritte aktiviert, um sich einen Namen zu machen. Was hier? Oh, die inneren Dämonen. Ah, die Schnauze hier. Bäm! Was ist denn so ein Wellenkampf oder müssen wir jetzt was anderes noch machen? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, wir müssen eigentlich auch noch was anderes ausschalten, einen Generator oder so. Je nachdem, was es war hier. Bäm. Bäm. Und bäm. Venom Schnarch. Dann müssen wir, glaube ich, auch diese Venom Superkraft einsetzen. Also diese Explosionskraft. Da, wo alles weggebumst wird hier. Was ist das hier? Nee, das war das jetzt nicht. Alter! Und mit Martin Lee waren auch die Dämonen erledigt. Ja, der Underground hat das Territorium der Dämonen dann einfach übernommen. Ja, und Spider-Man klettert gegen dir so meins, ne? Das ist schon recht stark, weil die Dämonen waren auch schon eine riesige Gefahr für Peter Parker. Und jetzt kämpft Miles gegen die hier einfach. Bäm! Alter, das sind zwei Dicke hier. Das kann doch nicht sein.
Hinter dir. Oh yeah. Oh yeah. Ah, die Schnauze. Junge, ich sterbe gleich. Ich sterbe gleich, Leute. Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Ich bin der Sturz. Bam. So, weg mit Zoom. Oh yeah. Nein. Nein. Verdammt. Das sind zu viele Leute. Finishen, finishen, finishen. So, weg mit sie erstmal. Bam. Bam. Und bam. Mach keine Foxen, Alter. So, endlich. Alter, war das close. Geschafft oder wie? Ich glaube ja, wir haben es geschafft, Leute. Okay, dann jetzt den Störsender. Ich sollte und der die ist mit dem Anzug verfolgen können. Offene Karte könnte ein Anfang sein. Ah, das ist hier drin. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, weg mit der Kacke hier. Wenn im Schnack. Wenn im Aufladung hier. Einfach weg damit, hier. Braucht niemand. Hey. Oh. Das Versteck hat wieder Netz. Super. Ich sag direkt der Polizei Bescheid. Cooles Graffiti. Den Underground-Dämonen-Konflikt für meinen Podcast aufzubereiten. Danke, Spider-Man. Dann kann ich ja gehen. Alter, was für ein geiles Graffiti ist das denn? Und ich finde es auch saugeil, wie Miles Anzug hier beschädigt wird nach jedem Kampf. Oh. Eine Dämonenmaske. Den Anblick werde ich wohl auf ewig hassen. Ja, ist auch die Sache, ne? Wegen denen ist ja auch sein Vater gestorben. Und er musste da sogar durchkriechen und sehen, wie alle... Ja, wie alle Menschen abgeschlachtet worden sind von den Dämonen. Gegen die jetzige Feuerkraft vom Underground wären Schwert und Schild wohl machtlos. Oh ja. Und Miles würde alle rasieren, also Miles würde alle mit seinen Schlägen kaputt schlagen. Aber sag es auch sie, bei Marcelli ist halt so, man braucht auch eine starke Persönlichkeit. Und ich glaube, die Persönlichkeit von Miles ist jetzt noch nicht so krass wie bei Peter Parker, deswegen glaube ich, wäre Miles auch gegen Marcelli oder gegen Mr. Negative wohl eher auch, ja, aufgeschmissen. Weil einmal anfassen, einmal... Ja, beeinflussen und dann, glaube ich, ist Miles dann schon mehr oder weniger auch gefangen in seiner Welt, ne? Deswegen sollte man schon unterstützen, die Sache. Sollte man nicht hier schlecht reden. Oh. Einfach hier ausgemacht, die Kacke. Letzte Chance, Ausrüstung und Fähigkeiten vom Ende des Storys aufzurüsten, Alter. Also die letzte Mission, Leute. Die allerletzte Mission. Sehr schade, muss ich sagen. Sehr, sehr schade, weil es so ein geiles Game, man. Da würde ich sagen, verbessern wir erstmal unsere anderen Dinge. Hier, Venomschlag verursacht getarnten zusätzlichen Schaden. Ja, ja, ich mach das lieber. Finisher erzeugen 40% einer Venom-Leiste voll. Geil. Machen wir das hier rein. Machen wir das hier rein. Und machen wir das hier rein, Leute. Einfach alles reinpacken, was wir haben. Wir haben noch einen Punkt hier. Alter, ach, man kann sie runterschleudern, wenn sie da an der Wand hängen, oder wie? Das ist auch sehr, sehr praktisch, aber brauche ich gerade jetzt nicht so ganz, würde ich sagen. Okay, dann würde ich sagen, Leute, rein hier, ab zur letzten Mission von diesem Game. Leider letzten Mission, dann würde ich sagen, Leute, rein hier. Finn, willkommen. Das Museum schließt wegen Renovierung und der Underground zieht ein. Finn muss oh nein! Das ist diese Mission, die habe ich auch ein bisschen... Ja, blöd gefunden, wenn es so langatmig ist. Miles? Oh yeah, was ist das hier? Mach mal Pause. So, bam. Miles? Oh yeah, was ist das hier? Psst, leise, 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 leise. Ganz ruhig, Süße. Und du auch, hat die... Miles! Warum hast du die nicht gefinisht, Miles? Oh mein Gott. Das kann nicht dein Ernst sein jetzt. Das kann nicht dein Ernst sein. Das ist nicht dein Ernst, ey. Das ist nicht dein Ernst. Ich muss die Snipers mal töten, Leute. Die Snipers sind richtig nervig gerade. Dort sind sogar zwei Sniper, die können uns einfach abschießen. Die können uns einfach wegsnipen. Oh yeah, frisst das hier. So, weg mit sie. So, wo ist noch ein Sniper? Die springen alle rum wie die letzten Hasen hier. Hört mal auf zu springen. Ey, noch mehr Sniper. Ich glaube, es sagt sie. Nimm das. Bam. First death hier. Wo, 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 wo? Oh nein. Let's go. Let's go. Und let's go.
So, wie geht denn mit diesem Venom Superkraft? Also dort, wo Miles sich selbst sprengt. Wie heißt, also wie geht die Fähigkeit überhaupt nochmal? Ich glaube L1, Kreis und X, oder? Nee, das ist ja wieder Venom Sprung. Ja, ja, ja. Ja, das macht auch keinen Sinn eigentlich. Ah, das ist sie, glaube ich, oder wie? Hä? Egal, Leute, scheiß drauf. Einfach bestimmt besiegen hier, würde ich sagen. Bei einem Schlag. Ey! Warum weichst du aus, Junge? Ihr verdammten Scheiß-Sniper, hört auf, mich abzuschießen! Kommt runter und kämpft gegen mich Faust gegen Faust! Eins gegen eins hier. Knecht ihn. Meins. So, let's go hier. Was ist das denn? Meine Faust! Und so auch kleine. Bam! Tschüssi, jetzt musst du sterben, oder? Oder lebt die noch? Die ist tot, okay. Jetzt bist du noch dran. Oh Mann, ey. Oh, ist noch ein Snapper. Ey, hört auf, mich abzuschießen jetzt. Es reicht. Es reicht. Alter, es sind noch mehr hier. Es sind noch mehr hier. Nein, was mache ich? Meinst du nicht, nicht schwimmen? Was mit Pizza? Ich hab's gerade nicht gehört und nicht gelesen. Scheiße. What did you say? Guck mal, ich hab gerade wieder alle weggeschlagen mit Miles und er sagt, es überlebst du nicht. Oh mein, ey. Haben wir es jetzt hier? Wir haben es sogar. Let's go. Wie gut sie gesichert sind. Das ist dieselbe Störung, ja. Wie beim Gymfield. Die Stelle meinte ich ganz genau. Die mag ich nicht so ganz, ey. Wieder so langatmig. Aber wir machen es mal schnell hier. Die verschlossen sind. Und ohne Strom. Ich brauche eine neue Stromquelle. Ja, ja. Aber die Frage ist jetzt, wo ist die Stromquelle? Ist hier eine? Ne, hier ist keine. Ist hier eine? Hier ist auch keine. Wir müssen euch irgendein Rad ziehen, glaube ich, ne? Genau, genau, das war das. Das war genau so. Das wird gehen, sagst du, Miles? Meinst du, Miles? Meinst du? Nochmal, würde ich sagen, oder? Nein, nicht so ziehen, nicht so ziehen, Miles, nicht so ziehen. Das passt so nicht. Ne, ja, ja, ich wollte es gerade so anders machen eigentlich, Miles. Miles Senior. Na, oder so drehen, würde ich sagen. Jetzt müsste es doch klappen, oder? Ah, ich kann es da so verbinden. Stimmt, ich voll Idiot. Man kann jetzt da dreifach kombinieren hier. Geschafft. Ah, ja, ja, ja. Und so, jetzt hier. Oh, hier, yep, aufladen. Weg mit sie, du Scheißding. Bam! Nummer 1. So, jetzt noch andere. So, dann zack. Zack. Genau. Oh, jetzt läuft es alles hier rein, einwandfrei hier. Ist doch gar nicht so schwer eigentlich. Aufladen hier. Weg damit. Let's go. Und dann noch. Das funktioniert. Ja, 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 ich seh's, Miles. Ich seh's gerade. Dann das hier mit dem verbinden? Ah, ist zu weit weg, oder wie? Oder geht es noch? Ah, so auch. Okay. Alles klar. Ja. Dann noch eins hier. Weg damit. So, jetzt noch das letzte. Da war noch einer. Hm, ich seh's, Miles, ich seh's. Wie gut das funktioniert. Es muss dahinter sein. Die Kiste muss weg. Weg mit der Kiste. So, jetzt hier. Oh yeah. Bam. Ich muss die Generatoren anzapfen. So, jetzt aber, oder? Haben wir es geschafft, Leute? Wir haben es geschafft, Sam. Ist eigentlich gar nicht so schwer. Ist relativ easy eigentlich. Let's go. Jetzt zerlege ich das Underground-Spielzeug. Wenn im Wettbewerb schnappt die Bomben. Finn? Bist du hier? Boah, die Reflexion auf dem Boden, ey. Wie geil sieht das denn aus, Mann? The future of science is today. Die Zukunft der Wissenschaft ist heute. Ja, aber wenn man so alles sieht hier, was sie gerade machen mit Nuform, mit den ganzen Underground-Waffen, das ist dann nicht so eine tolle Zukunft, ne? Zwar, das ist krass, Technik ist krass, aber das ist nicht so prickelnd für die Menschen. Der Preis bei der Messe, die Ausstellung mit unserem Konverter, wir waren so stolz. Dann hier reingehen, oder wie?
Alter, die Grafik, ey. Ich will gar nicht wissen, wie die Spiele später aussehen werden, in den nächsten Jahrzehnten auch, ne? Die werden so krank aussehen. Finn? Komm schon, wir müssen das beenden. Du und ich. Sie muss bei unserem Projekt sein. Den Flur runter. Alles klar. Aber ich glaube, Oscorp hat jetzt nicht mehr so den besten Ruf, oder? Nach der Sache mit dem Teufelsatem, nach der Sache mit Norman, nach der Sache mit den ganzen Dämonen hier auch. Also, ich glaube, die werden nicht mehr so lange der Spitzenreiter sein hier in New York. Oscorp. Oder die können alles gut vertuschen. Je nachdem, was in Teil 2 passieren wird, ne? Mit Norman Osborn, dem Bürgermeister von New York. Komm schon, lahme Ente. Ich will unser Projekt sehen. Und zwar in diesem Jahrhundert. Ich komme, Rückblende. Ich komme. Rückblende, hey, als Miles noch ein junger Butschi war. Ich habe den Museumsplan auf dem Handy. Unser Projekt ist in der Sonderausstellung. Oberster Stock. Oh, unsere Aquarien. Namen auf einem kleinen Schild, wie bei echten Wissenschaftlern. Heute das Oscorp Science Center. Morgen alle großen Museen auf der Welt. Boah, ich liebe Aquarien, ne? Life Undersea. Saugeile. Aquarien, beste Leben. Oh, ein riesiger Hai. Wie geil ist das denn, Alter? Boah, Sea Life oder auch generell schon geil, ne? Aber ich glaube, so Haie oder auch generell Fische, die weit schwimmen müssen, sollten nicht in Gefangenschaft sein. Ne, ich kenne auch schon, in Amerika gibt es auch sehr viele Wale. Orcas werden gefangen gehalten. Also irgendwas zwischen 30 Minuten und 2 Stunden? Mehr oder weniger. Und Wale sind ja auch Lebewesen, ja, die weit schwimmen müssen. Klar, das sind auch Säugetiere, ich weiß, aber die sind halt mehr, wisst ihr? Und die werden trotzdem gefangen und sie auch eingesperrt in irgendwelchen Aquarien. Schon krass, schon sehr krass, dass ein Säugetier so weit schwimmen kann oder generell so lange die Luft anhalten kann und generell auch Flossen hat. Ne? Also ich finde es irgendwie richtig atemberaubend, was die Natur gemacht hat hier. Wale als Säugetiere oder Delfine und Orcas, also generell alle Walarten, die es gibt. Welche müssen wir uns holen? Sowas könnten wir aus einem Staubsauger und ein paar alten Reifen bauen, wenn wir wollten. Ist krass. Also, man merkt, also man weiß auch schon, dass das Weltall, glaube ich, sogar besser erforscht wurde als unsere Meere. Ich glaube auch nur 5% unserer Meere wurden erforscht. Also, ne, schon eine sehr geringe Anzahl. Und man weiß nicht, was da ganz unten abgeht, ne? Das ist schon relativ krass. Und jetzt du. Leviathan. Gefällt mir! Gefällt mir! Die Erde ist größer, als Sie denken. Oh ja. 90% der Weltmeere sind noch unerforscht. Genau. Und könnten in Zukunft 5% schon erforscht. Wie wir über unseren eigenen Planeten wissen. Meine Zahl war gar nicht so schlecht. War so relativ gut getroffen, laut Oscorps Angaben hier. Nice. Super. Wie findest du's? Fantastisch. Oscorp wird wohl ordentlich was springen lassen, um das hier richtig cool zu machen. Boah, Studentenrabatze ist schon... Maschallah, ey. Dieser Taucheranzug ist einer der ersten aus dem frühen 18. Jahrhundert. Die ersten druckdichten Anzüge wurden für Bergungsarbeiten entwickelt. Boah, sowas würde ich auch liebend gerne mal reinziehen, in real life. Ich würde zu gern sehen, wie du in dem Ding laufen willst. Besser als du in den Schuhen, die du beim Frühlingsball anhattest. Oh, komm schon. Deine waren ein ganzes Stück höher als meine. Alter. Malz, Junge, übertreib doch nicht, Junge. Die Sonderausstellung es ist oben. Krass, Da ist der Aufzug. Wir haben ich würde Zeit, das da echt mal reinziehen, ey. Ich würde sogar Geld dafür ausgeben, das mal reinzuziehen hier. Die ganzen Forschungsergebnisse, die ganzen Forschungstests von Oscorp. Da würde ich sagen, Leute, in der nächsten Folge da mit der lieben Finn hier durchlaufen, hier mit Mainz, in dieser geilen Forschungsgebietsmuseum oder was auch immer. Ich glaube, das ist der Oscorp Science Center. Sehr cool, sehr, sehr cool. Da würde ich sagen, Leute, gerne liken, wenn es gefallen hat. War eine sehr, sehr coole Folge mal wieder. Dann würde ich sagen, Leute, wir hören uns dann. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.